So, nochmal ein kleines Video dazu, welches dieser faltbaren Smartphones das beste Handy ist, das beste Smartphone. Im letzten Video ging es darum, welches das beste Tablet ist. Heute ist es halt das Gegenteil, welches ist das beste Smartphone. Und hier hängt es doch stark von der Person ab, also wirklich deutlich stärker nochmal als bei dem Tablet-Video, würde ich einfach mal behaupten. Denn ich gehe wieder von links nach rechts. Das Oppo Find N ist extrem kompakt. Ihr seht es ja, also in der Hand ist das sehr, sehr klein und kompakt. Und ich weiß, dass viele Leute extrem das Samsung Galaxy Z Flip mögen, weil es einfach so kompakt ist. Ja? Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, würde Oppo so ein Gerät global launchen, dass jeder davon mitbekommen würde, und nicht nur in China, würden sehr viele Leute das hier bevorzugen über dem Fold. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und es gibt ja auch gerade Gerüchte, dass das Find N2 von Oppo global launchen wird. Wird man sehen. Weiß ich noch nicht, aber mal schauen. Bin ich gespannt darauf jedenfalls. Und ich glaube, deswegen werden viele Leute das hier auch mögen. Vor allem viele lieben ja auch das iPhone, die iPhone Mini-Reihe. Und das ist, also das iPhone Mini, zum Beispiel das iPhone 13 Mini, ist halt von der Displaygröße so ziemlich exakt dasselbe wie das hier, nur dass das hier minimal breiter ist. Ja, aber von der Displaygröße, ich hatte das in meinem Laden nebeneinander gestellt, das ist wirklich fast identisch. Deswegen, ich glaube, viele Leute werden hier das hier wirklich bevorzugen und lieben. Und deswegen ist das schon mal sehr, sehr hoch in der Rangliste der Gewinner dieses Videos, weil es einfach so kompakt ist und viele Leute extrem auf diese kompakten Formfaktoren stehen. Kommen wir zum Fold von Samsung. Hierbei würde ich sagen, dass ich bin mir nicht sicher, also ich habe überall auf YouTube bisher eigentlich fast nur Negatives zu den Außendisplays der Fold 3 von Samsung gehört. Beim Fold 4 ist das ja allerdings ein bisschen besser nochmal, einfach weil es minimal kleiner ist und minimal breiter. Die gehen in die richtige Richtung, was das angeht, was den allgemeinen Markt angeht. Ich persönlich finde das so eigentlich perfekt, also das reicht mir vollkommen, finde ich super. Also das hier würde ich persönlich bevorzugen. Jetzt ist es nur so, weil es ein ziemlich schmales Display ist. Ich mache das mal an. Seht ihr, das ist ein ziemlich schmales Display. Viele Leute mögen das einfach nicht. Und vor allem generell, wenn man nur das als Smartphone hat, dann weiß ich nicht, dann würde ich das auch nicht bevorzugen, ehrlich gesagt. Einfach weil man so viele Sachen mittlerweile auf seinem Smartphone macht. Man arbeitet über sein Smartphone, man schaut sich Filme an oder sowas. Und da ist dieser Formfaktor einfach extrem schmal. Und da muss ich wirklich der allgemeinen Mehrheit zustimmen, dass das hier wirklich zu schmal ist, um es nur als Smartphone zu benutzen. Für mich persönlich bevorzuge ich das halt gerade einfach, weil ich noch diesen Tablet-Modus inklusive habe. Ja? Wenn ich irgendwas Krasses hier drauf mache, dann mache ich das Handy einfach auf. Ja? Aber nur als Smartphone, wenn das hier das Einzige ist, was ich hier hätte in diesem Handy, dieses Display, dann würde ich das nicht so geil finden. Also, muss ich sagen, super Gerät, aber als Handy taugt es, also als nur Handy taugt es hier in dem Sinn nicht so viel. Ja, weil es einfach zu schmal ist. Und ich würde jetzt mal das Vivo überspringen kurz, denn beim Xiaomi ist es halt noch mal krasser. Ihr seht, es ist noch deutlich schmaler als das Samsung. Ich mach das mal wieder an. Ja, ihr seht, es ist noch mal deutlich, deutlich schmaler. Und höher, ja. Deswegen, das hier bevorzugt, glaube ich, kein Mensch. Ja? Ich persönlich habe da nicht so viel Problem damit, aus demselben Grund wie beim Samsung, einfach weil ich den Tablet-Modus auch noch habe, ja. Aber wenn wir halt wirklich nur danach gehen, dass es nur ein Smartphone ist und mehr nicht, da würde ich das hier niemals im Leben benutzen als Daily Driver, weil es einfach viel zu schmal ist, um irgendwas darauf zu machen. Deswegen, das hier fällt wirklich auf die unterste Liste, auf die Verliererliste komplett. Im Tablet-Video hat das hier haushoch gewonnen. Im Smartphone-Video verliert das hier ebenfalls haushoch. Ja, damit ist Xiaomi, was Smartphones angeht, in diesem Gerät vom Tisch. Und wir bleiben bei dem Gewinner, dem Vivo. Denn es ist so groß wie ein normales Smartphone. Es ist ziemlich genau dieselbe Größe wie beim Galaxy S22 Ultra. Und das macht das hier halt auch so hart geil. Einfach weil es extrem groß ist
Es ist trotzdem kompakt in der Hand, also es fühlt sich gut an, es liegt gut in der Hand, meine ich. Deswegen würde ich einfach sagen, das hier ist das Beste, was man von diesen aufgestellten Geräten jetzt im Smartphone-Teil bekommt. Ja. Es ist von der Größe vom normalen Smartphone eigentlich perfekt. Mehr oder weniger braucht man nicht. Ja. Also weniger, klar, kommt bei jedem drauf an. Das Oppo ist ja immer noch zweiter Platz, würde ich sagen, einfach weil sehr viele Leute das Design bevorzugen werden. Für mich ist das hier halt erster Platz, weil ich so ein Design mehr bevorzugen würde als was Kleines wie das Oppo. Ja, also das Vivo hat hierbei auf jeden Fall gewonnen in diesem Video, da es das normalste und größte Smartphone von all diesen hier ist. Aber gut, da würde ich sagen, wir sehen uns zu einem weiteren Video wieder, wenn es euch gefallen hat. Entschuldigung, das war gerade komplett retarded. Wir sehen uns zum weiteren Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Like und abonniert meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und neue Videos nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zu einem anderen Video wieder. Haut rein und macht's gut.